sie ist spannend wie immer. Es gibt keine nicht spannenden THW-Einsätze. Und wir haben ja auch schon einige G-Erfahrungen, sei es nun G8, Heiligendamm 2007 oder auch hier schon in Lübeck ein Außenministertreffen auf G-Basis und natürlich 2017 der G20-Gipfel. Als S5 in der Mediateamzelle G7 machen wir die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir dokumentieren den gesamten Einsatz des THWs und nach dem Ende des G7-Gipfels werden wir die Ereignisse publizieren, damit die Helferinnen und Helfer auch sehen können, was sie getan haben, beziehungsweise auch präsentieren können, welche tolle Arbeit sie geleistet haben. Ja, letztendlich meine Aufgabe ist, es soll alles laufen. Wir wollen einen Einsatzerfolg erzielen. Der Stab muss funktionieren. Und wenn Entscheidungen anstehen, dann habe ich letztendlich das Sagen, welche Entscheidung getroffen wird. Einsatzabschnitt Technik und Infrastruktur stellen wir im Wesentlichen Netzersatzanlagen bereit, leuchten diverse Kontrollstellen der Bedarfsträger aus. Des Weiteren haben wir hier eine Behelfsstraße gebaut, die ihr hier im Hintergrund seht. Kurzum, wir stellen alle Kernkompetenzen des THWs hier bereit, die unsere Bedarfsträger sich wünschen. Also wir verwalten jetzt hier entsprechend die Materialien vom THW, die angefordert wurden, sorgen noch dafür, dass wir zusätzlich Material notfalls hier instand setzen können und halten unter anderem auch Kraftstoffe oder andere Verbrauchsmaterialien vor, sodass wir notfalls immer noch irgendwelche Sachen nachliefern können. Also angefordert wurden unter anderem eben halt Beleuchtungsausstattungen, Zelte sowie Zeltheizungen für die entsprechenden Polizisten. Diese halten wir hier vor, fahren sie in den Einsatz, nehmen sie dort entsprechend in Betrieb und warten bzw. versorgen diese weiterhin.